Überall auf der Welt gibt es heilige Gebiete verschiedener Kulturen. Orte, die den Menschen nicht nur mit den Lebewesen des Planeten, sondern auch mit dem Kosmos verbinden. Bereiche, in denen die Lebensenergie der Erde intensiver fließt. Einer dieser Orte befindet sich im Norden Kolumbiens, im höchsten Küstengebirge der Welt, der Sierra Nevada de Santa Marta, deren höchster Gipfel 5700 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Genau an diesem Ort, in den Tiefen der Sierra Nevada de Santa Marta, leben die Kogis, Nachfahren des großen Tairona-Reiches. Die Tairona hatten eine hochentwickelte soziale Organisation mit Straßen und Wegen, die es ihnen ermöglichte, mit anderen Völkern Handel zu treiben, was dazu geführt hat, dass diese Kultur als ebenso wichtig angesehen wurde wie die der Muisca, Inka oder Maya. Und genau den Tairona wird die geheimnisvolle, verlorene Stadt zugeschrieben. Erbaut mit einer unglaublichen Steinarchitektur, mit einem einzigartigen Stil, der nirgendwo sonst auf der Welt zu finden ist. Diese Stadt war im Altertum als Tejuna bekannt, was Ursprung der Völker der Erde bedeutet. Die Stämme, die in diesem Gebiet lebten, verließen es aus Angst vor der Ankunft der Spanier um das Jahr 1650 und zogen sich in die nördlichen Berge zurück. Seitdem blieben sie bis 1950 dort von dem Rest der Welt isoliert und dank dessen sind sie nicht vor unserer modernen Zivilisation kontaminiert worden, was ihnen ermöglicht hat, die von ihren Vorfahren überlieferte Weisheit zu bewahren. Etwas, das in dieser chaotischen Gesellschaft, in der wir leben, sehr geschätzt wird. Im Laufe der Jahre wurden die Steine dieser Konstruktion vom Dschungel verschluckt und vor den Augen der Welt versteckt, bis sie 1972 wiederentdeckt wurden. Die Kogis sind die Erben einer Ahnenkultur und eines Wissens, das die Welt verloren und vergessen hat. Die Sierra Nevada de Santa Marta ist vor mehr als 300 Millionen Jahren entstanden. Das Andengebiet ist jedoch viel jünger, nur 15 Millionen Jahre alt. Wie man sieht, eine der ältesten Formationen auf dem Planeten. Für die Kogis ist die Sierra Nevada das Herz der Welt. Und sie haben möglicherweise recht, denn viele Geologen beschreiben diesen Ort als eine Miniaturkopie des gesamten Planeten. Die Ureinwohner glauben, dass die Sierra Nevada durch ihre heiligen Orte mit der ganzen Erde verbunden ist. Sie behaupten, ein mystisches Wissen und eine spirituelle Wahrnehmung zu besitzen, die anderen überlegen sind, und nennen sich selbst die älteren Brüder. Deshalb fühlen sie sich verpflichtet, sich um die Erde und um uns, ihre jüngeren Brüder, zu kümmern, welche die Gesetze des Ursprungs vergessen haben. Sie denken, dass alles Dualität ist, oben und unten, Liebe und Hass, Licht und Dunkelheit. Alles hat sein entgegengesetztes Paar, so dass das eine nicht ohne das andere existieren kann. Und diese natürlichen Gesetze halten die Gesellschaft in Balance und Harmonie. Ihrer Übersetzung nach ist das Universum wie eine Fadenspule, in derer zentraler Scheibe sich die Erde befindet. Im oberen Teil befinden sich vier Lichtwelten und im unteren Teil vier Dunkelheitswelten, was insgesamt 9 Welten ergeben würde, jede mit ihrem eigenen Land und Bewohnern. Sie sind der Meinung, dass Wasser ein Lebewesen ist und nicht in Dämme eingeschlossen werden sollte, da diese wie eine Aderpresse sind, die den Blutkreislauf verhindern. Ein Kogi wird niemals einen Baum fällen, noch jagen, noch sehen, ohne den Mama zu konsultieren, der dafür zuständig ist, die Genehmigung des entsprechenden Geistes anzufordern. Für die Kogis ist alles Gleichgewicht und Harmonie, und wenn wir dieses Gleichgewicht stören, dann kommt es zu Erdbeben, Dürren, Überschwemmung und anderem. Wenn sich irgendwo auf der Welt eine ökologische Katastrophe ereignet, machen die spirituellen Autoritäten der Kogis deshalb große Zeremonien, die sie Pagamento nennen, die wie Opfergaben sind, mit dem Ziel, das Gleichgewicht des Planeten wiederherzustellen und ihm zurückzugeben, was ihm genommen wurde. Die Orte, an denen sie diese Opfergaben darbringen, sind nur den Mamas bekannt. Und diese Opfergaben können aus vielen unterschiedlichen Naturmaterialien sein, wie Muscheln, Baumwolle oder Kristalle. Aber
Wer sind die Mamas? Interessanterweise haben die Kogis keine sozialpolitische Organisation mit einer zentralisierten Autorität. Die Bauerngemeinschaften sind um Dörfer herum organisiert. Und jedes Dorf hat ihren Mama, ein spiritueller Führer, welcher die zentrale Figur der Kogi-Kultur ist und das heilige Gesetz verkörpert. Sie nutzen den Austausch von Arbeit ohne Gehalt, nach dem Motto, du hilfst mir und ich helfe dir, und messen ihn in Arbeitstagen, die bei Bedarf bezahlt werden. Die Mamas sind männlich und die weiblichen heißen Sagas. Beide müssen zuhören, was die Stammesmitglieder sagen, um zum Beispiel festzustellen, welches Vergehen an Mutter Erde begangen wurde, das eine schlechte Ernte verursacht hat. Die Mamas benutzen auch die Telepathie, um die Pflanzen, Harze, Steine, Mineralien und andere natürliche Elemente in ihrer Umgebung zu fragen, welche von ihnen zur Heilung verwendet werden können. Aber wie werden die Mamas ausgewählt? Mamas werden von der Mama des Stammes im frühesten Alter gewählt. Und wenn das Kind 5 Jahre alt ist, nimmt er es mit zu den heiligen Plätzen der hohen Sierra Nevada, wo es gelehrt wird, in der natürlichen und spirituellen Welt zu meditieren. Dann wird es in einer Höhle leben, wo nur seine Mutter ihn nachts besuchen kann, um Lieder vorzusingen. Die Ausbildung dauert mindestens 18 Jahre lang und der Legende nach ist es die ganze Zeit in eine Höhle eingesperrt. Das Kind hat keinen Bezug zur Außenwelt. Es wird weder die Bäume noch die Vögel, nicht einmal das Sonnenlicht sehen. Auf diese Weise wird es seine Zeit damit verbringen, sein Bewusstsein zu schärfen, bis es die Realität sehen kann und die Welt der Illusion, in der wir leben, verblasst. Während seiner Vorbereitung wird es Telepathie entwickeln und mit allen Lebewesen kommunizieren können. In ihrer Kultur existiert die Welt nicht. Sie ist nur eine Illusion, erschaffen von unserem Verstand. Aber die Macht der Schöpfung liegt nicht im Gehirn, sondern im Herzen. Und die Kraft, die dieses Herz bewegt, heißt Aluna. Und genau von Aluna kommt die Information des Mama, weil das Herz mit der Quelle, mit dem Ursprung des Universums verbunden ist. Interessanterweise wusste dieser Stamm, dass die Kraft zur Schöpfung im Herzen liegt. Etwas, das jetzt beginnt bekannt zu werden, da die Wissenschaft bewiesen hat, dass Emotionen Veränderungen im Blutdruck und Puls hervorrufen. Und jetzt wurde entdeckt, dass das Herz mehr Befehle an das Gehirn sendet, als das Gehirn an das Herz, was man bis jetzt geglaubt hatte. Darüber hinaus ist es in der Lage, ein elektromagnetisches Feld zu erzeugen, das 5000 Mal größer ist als das des Gehirns. Und nach den Messungen von Magnetometern kann es sich bis zu 3 Meter ausdehnen. Wenn wir die Fähigkeiten der Liebe, der Dankbarkeit und der Freude entwickeln, wird sich der Geist verändern. Und laut der Wissenschaft würden wir uns in einem Zustand der Kohärenz befinden. Und dann genau in diesem Moment würden wir in Einklang mit der Erde treten. So unglaublich es auch erscheinen mag, wenn wir Freude empfinden, verändern sich unsere Zellen. Jetzt beginnen die Forscher zu ahnen, dass alles auf unserem Planeten lebendig ist und wie durch zarte Fäden miteinander verbunden ist, die von unseren Emotionen bewegt werden. Wenn also unsere Herzen nicht in Kohärenz sind, können wir ein Erdbeben oder eine andere Katastrophe verursachen, aber auch das Gegenteil. Wie ist es möglich, dass dieser Stamm, der sich in der Sierra Nevada isoliert hat, über dieses Wissen verfügt? Die Wissenschaft und die Kogis sagen uns, dass wir, wenn unser Herz dank der Gefühle von Liebe, Freude und Dankbarkeit in Kohärenz ist, nicht nur unser Leben, sondern auch das Magnetfeld der Erde verändern kann. Wenn also die Macht in unserem Herzen liegt, worauf warten wir noch, um die Welt zu verändern?